und wir fangen heute an und ergänzen unsere Schatzkarte. Ich habe nämlich geträumt, dass wir den Schatz finden auf der nächsten Insel, auf die wir hingehen. Das heißt, das ist... Was ist denn mein blöder Kuchen hin? Das war garantiert Blinky. Goddammit, Blinky! Ich muss hier mal ein Schild hinmachen, irgendwie das Essen, obwohl wahrscheinlich hält die sich auch nicht dran. Easy, bist du schon wach? Easy? Ich brauche schon mal eine Schatzkarte, damit wir hier auf Abenteuer gehen können. Und Easy! Gott. Easy, hallo. Aufstehen. Hey. Nein. Okay, pass auf. Ich hatte einen Traum. Easy. Hey. Oh ja, ich war die ganze Nacht wach und hab Minecraft gespielt. Ich bin müde. Ich hab geträumt, dass wir den Schatz finden. Okay? Er war auf der nächsten Insel. Ich hab die Karte schon dabei. Das wird was. Oh Mann, oh, dann halt dein blöder Schatz, aber wir beeilen uns, okay, damit ich wieder schlafen kann. Ich bin so müde. Warum willst du den... wollen wir mal Blinky besuchen? Blinky? Wer ist Blinky? Nee, wer ist Blinky? Ja, ich vergessen, wer ist Blinky? Du weißt nicht, wer Blinky ist? Nö. Nee? Okay. Nö. Dann besuchen wir Blinky nicht, weil die ist ja gar nicht. Nein, okay, Blinky ist da, ich weiß schon. Blinky lebt hier. Blinky lebt hier? Ja, im Wasser. Hallo, Blinky. Blinky da? Blinky, bist du... Oh mein Gott. Easy, guck mal. Was ist? Komm mal hier rein. Blinky! Meine Betten! Blinky, ist das dein Ernst? Hier ist... Oh mein Gott! Das ist mein Bett vom Anfang! Da steht mein Name drauf! Das ist mein nächstes Bett! Da sind die ganzen Kekse! Das sind meine Kekse! Die habe ich gebacken! Stimmt, da hast du reingepinkelt! Ich seh's noch! Easy, sag doch sowas nicht! Blinky! Ich meine, es macht Sinn. Ich meine, sie ist so klein. Wie hätte sie das alles essen können? Aber... Da hortet die das ganze Zeug. Blinky, wir würden mal aufbrechen auf Abenteuer, beziehungsweise auf die nächste Insel, falls der Jäger kommt. Falls der Jäger kommt, dann stell einfach so ein Stück Keks hier in die Mitte, dann wissen wir Bescheid, dass der da war, okay? Oh, das ist vielleicht Oder hast du eine bessere Idee? Nö, dann kriegen wir Kekse und Bescheid, dass der Jäger da war. Am besten hier, da wo die Karte ist, da kann sie doch denn, wenn der Jäger da war, Kekse hinstellen. Aha. Da sehen wir es dann immer direkt. Das ist eine gute Idee. Kannst du das machen, Blinky? Ja? Okay, das klingt gut. Nee, weil dann wissen wir auch Bescheid, weil ich glaube, bis jetzt hat er uns noch nicht entdeckt, aber ich glaube, er ist auch nicht unbedingt der Hellste, um ganz ehrlich zu sein. Ich hab mein Bett wieder. Du hast dein Bett wieder? Na gut. Hast du Blöcke, dass wir rübergehen können? Oh, nee, stimmt, wir müssen welche finden. Brauchst du was zu essen eigentlich? Oh ja, gerne. Ich bin. Ich habe gebratenen Mais gemacht, willst du hier? Und ich habe Obstsalat gemacht aus den Früchten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir hatten ja voll viele Früchte, deswegen. Mm. Oh, gebratener Mais. Oh mein Gott. Ja! Cool. Okay, warte mal, ich guck mal, irgendwo muss ja hier eine Kiste sein. Ist ein Goldapfel. Vielleicht irgendwo. Im Wasser hatten wir noch keine, oder? Wir hatten noch schon eine im Wasser. Ja, wir haben Wasser mal. Oh, hier ist tatsächlich eine. Baum. Easy, du hast die Kiste gefunden? Entdecker. Hast du die restlichen Blöcke? Nee, soll ich nehmen? Ja, nimm dir mal welche zum Bauen. Alright, weil ich wieder bauen muss. Kann besser bauen als die andere. Habe ich mal gehört, aus vertrauenswürdigen Quellen. Wo müssen wir denn jetzt hingehen? Wo wollen wir hin? Wie wäre es, wenn wir da nochmal lang gehen? Lass mich mal auf meine Schatzkarte gucken, wo noch wenig erforscht ist. Ich würde sagen, in die Richtung. Okay? Da hatten wir auch schon mal was generell Grobes. Warte, hatten wir? Ja, genau, hier ist schon mal ein Gang. Folge mir! Das ist meine Vision. Das war die erste Insel, wo wir uns hingebaut haben. Was? Hier. Ja, ja, das war die erste. Wir sind auf der gelandet und dann der Weg, ja, da habe ich Okay, warte. Gehen. Ich gucke mal auf der Karte. Wir könnten theoretisch jetzt hier weiter auf die Insel, die man hier im Hintergrund sieht. Die ist da eine Insel? Ja, da ist eine. Die habe ich noch nie gesehen, als ob. Irgendwie nicht geachtet. Nee, das stimmt, weil wir im Nebel verschwunden. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir das, oder? Ja, warte mal, ist das da oben? Siehst du das? Da ist so eine Art Käfig auf der Insel. Jetzt? Oder? Siehst du das? Aber da heißt es, da war schon mal wer? Also ja, 100 Pro war da schon mal wer, aber war der Jäger schon mal da? Achtung, Feuer hinter dir. Feuer hinter mir? Feuer! Angriff! Okay. Ja, wir sind da. Oh, wunderbar. Oh, Ronja. Das war sehr riskant gerade. Machen wir hier ein bisschen das Feuer aus. Super viel Feuer. Alles brennt. Und dass der Weg nicht abbrennt, ne? Ja, ja, genau. Das wäre... Stell dir mal vor, sind wir gestrandet, haben nicht genug Blöcke und dann sind wir für immer auf der blöden Lava-Insel. Na, danke auch. Ich habe nur noch einen Block, sonst hätte ich gesagt, wir bauen uns hoch in die Festung. Aber vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Aber ich sag trotzdem, es gibt bestimmt einen Eingang. Ah, hier ist viel zu viel Feuer. Ich brenne. Oh nein, warte, du brennst. Haben wir Wasser? Ja, ich brenne in echt. Du brennst, au. Ja,
Hier ist ein Eingang. Ah, hier ist der Eingang. Lol, ich bin einmal komplett rumgegangen. Oh, warte. Ja, hier ist auch ein Dropper. Also hier kann man wahrscheinlich einfach was nehmen. Ja, ich glaube, ich muss einen Goldapfel essen. Warte mal. Lass mich da rein! Ich will an den Dropper gehen. Wieso? Ja, weil das mein Dropper ist. Aber hier ist ein Knopf. Das, ich dachte, dass hier... Ja. Au! Und ja? Also, nein! Ich bin auch runtergefallen. Warte, wieso ist der Boden einfach aufgegangen? Hast du den Knopf aus dem Dropper genommen? Ich habe den Knopf genommen, ja. Okay, vielleicht brauchen wir den haben für irgendwas. Hier? Ach, das war mit Wassereimer, egal. Keine Ahnung. Ja, super. Warte, erst mal essen. Ich habe ganz schön viel Schaden genommen beim Runterfallen. Ja, wieso ist der Boden dann da zerbrochen? Was ist das? Ich guck mal, hier ist so eine Tür. Okay, warte, ich guck mal rein. Oh, hier sind Edelsteine. Oh, und hier ist die Nashornrune. Ich habe keine Spitze. Nashornrune, hier ist ein Nashorn. Oh, das macht auch Sinn, weil Ponja, die ist grau. Pass auf. Au! Oh, du hast mich vergiftet? Sie haben eine Nashornrune gekriegt, aber wo ist das Nashorn? Ich weiß es nicht. Warte mal, hä? Lassen wir die Diamanten einfach hier? Ja, wir haben nichts. Ja, wieder nicht, ich habe keine Spitzhacke. Ich kann sie nur kaputt machen. Okay. Ja, gut, dann müssen wir irgendwie wir wieder hochkommen, wieder hoch? Oder? Weiß nicht, hast du noch Blöcke? Nee. Also doch, warte, ich habe Blöcke. Never mind. Okay, können wir uns hochbauen. Dann mach eine Treppe. Das wird ein Brett. Ich sag's dir jetzt schon. Gib her! Okay. Danke. Vielleicht kannst du effizienter bauen als ich. Ich bin beiseite. Ich bin die effizienteste Person. Ich weiß. Haben wir genug Blöcke? Oh ja, Gott. Wir haben genug Glück. Weißt du, ob ich schon runtergefallen bin? Ich habe fast alles aufgegessen, was du mir gegeben hast. Einfach aus Hunger, weil ich immer viel Schaden genommen habe. Wir sind oben! Yay, okay. Yes, nice. Guck mal, hier ist sogar so eine Leiter nach oben. Wollen wir da rauf? Warte, oh, hier ist eine Kiste. Oh, hier sind noch mehr Leitern drin. Warte, ich nehme die mal mit. Noch mehr Leitern? Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Was brauchen wir die denn? Wollen wir gucken, was da oben ist? Naja, weil da oben ist ja so ein Käfig. Das heißt, wir müssen irgendwie mit den Leitern. Ich glaube, wir müssen von der Innenseite aber hoch, oder? Weil wie kommen wir denn da rauf? Warte, warte, warte. Ich habe eine Idee. Komm mal mit rein. Den Eingang? Also, du willst von komplett innen. Ich habe doch Leitern. Okay, dann musst du dich aber hier dran vorbeibauen, ne? Ich sag, wenn wir uns hier hochbauen. Ja. Zack, 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 zack. Und dann einmal schief. Ja, wie hast du das denn gerade gemacht? Hilfe! Ah, wo sind wir? Und. Oh, guck mal! Was ist das Baby-Nashorn! Hallo, kleines Nashorn. Oder ist das ein Nashorn? Das hat aber gar kein Nashorn. Nein, das ist ein Nilpferd! Aber hier steht Nashornrune! Aber das ist ein Nilpferd! Hier steht Nashornrune! Vielleicht wächst ihm das Horn noch. Oh, warte mal, ich hab den Knopf. Kannst du rauskommen? Oh, warte, komm raus! Das hält nicht so lange auf. Komm raus! Hier hast du ein bisschen Weizen. Ja, oder einen Obstsalat. Oder ein leckeres Steak. Ein leckeres Steak? Ronja. Nashörner-Steak. Kann ich jetzt eine Scheibe von dir abschneiden? Nein, ich will ein leckeres Steak sein. Vielleicht möchte das Nashorn ein leckeres Steak sein. Nein. Nein, das war nicht Spaß. Okay. Ja, cool. Wollen wir die Nashornrune einsetzen gehen? Absolut, ja. Ah! Und wir müssen das Nashorn auch in Sicherheit bringen. Ich meine, das soll ja nicht nochmal eingesperrt werden. Kommt das einfach mit hier runter? Ja. So, auf. Oh. Wo ist unser Weg? Ich habe vergessen, wo unser Weg ist. Das kenne ich. Ah, da vorne. Verbrannt. Oh, wir haben jetzt richtig expandiert auf der Schatzkarte. Ja, wirklich? Zeig mal her. Warte. Ist das Nashorn da? Oh, hallo. Wow, nicht schlecht. Ja. Cool. Okay, dann können wir die nämlich gleich wieder einsetzen. Aber den Schatz haben wir ja trotzdem noch nicht gefunden. Nee, da ist auch nichts, oder? Sonst müssen wir sollten mal mit einem Detail. Wir brauchen den Kompass auch einfach. Ich glaube, sonst finden wir das nicht. Alright, ja, dann let's go. Und dann einmal zurück auf die sichere Insel. Ja. Au. Wieso tue ich mir den ganzen Tag weh heute? Ist heute kein guter Tag für mich. Autsch, schon wieder. Goddammit. No. Ich brauche viel Essen bald. Ich sehe es schon kommen. Ich wünschte mir. Ich habe noch was zu essen. Willst du was haben? Oh, hier, ja, aber das ist jetzt mein letztes Essen. Okay, danke schön. Kannst dir Beeren pflücken? Hier sind doch Beeren. Ja, aber nicht, dass dann wieder der Erbauer der Insel sich denkt, oh nein, die ganzen Bärenbäume werden abgefangen. Ja, aber wenn man die kaputt macht, da bin ich mir sicher, wäre der Erbauer sauer. Das aber man muss ja nur mit der rechten Maustaste draufklicken und dann kriegt man ja die Beere. So, hier, siehst du das? Dann ist der... Und da ist die Beere. Nein, 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 nicht mein Essen, nicht mein Essen, nicht mein nein, Essen. Nein, das ist Blinkys Essen! Das ist nicht Blinkys Essen, das ist mein, diese Beere für dich. Die Priorisierung hier überhaupt nicht! Hier, die Beere, eine Mango. Mit. Zack. Kekse sind für die Kuh. Komm, warte, ich lege jemanden. Hier, komm, einmal mit, bitte. Mach mal die Karte hier rein am besten. Die Karte rein. Genau. Zack. Oh, guck mal. Ich glaube, wir müssen die öfter mitnehmen, damit wir auf den anderen Inseln. Vielleicht können wir die anderen ablaufen, auf denen wir schon mal waren. Das können wir machen, bis wir. Damit die Schatzkarte größer ist und wir sehen, wo wir überall schon hin sind. Nice. Okay, jetzt gehen wir hoch.
Hat Blinky... Nee, Blinky hatte keine Sachen hingestellt. Das heißt, der Jäger war auch noch nicht da. Das ist gut. Bestimmt, ja. Das ist ein gutes Zeichen. Aber dann ist er woanders, oder? Ist er auf einer anderen Insel? Vielleicht. Okay. Weiß einmal rüber auf die sichere Insel, bitte. Guck mal, der kennt sich voll aus. Das ist Nashorn, weiß voll, was zu tun ist. Ist noch ein Nilpferd. Es ist ein Nashorn. Hier steht Nashorn. Ja, aber wo ist denn das Horn auf der Nase? Vielleicht wächst es noch. Vielleicht ist es ein Baby-Nashorn. Ja, okay. Es wächst. Nashorn, guck mich an. Wächst das Horn noch? Guck, es wächst noch. Ja, okay. Ja, das denkt das Nashorn vielleicht. Oh, guck mal, vielleicht. Da oben ist der Dings, der Vogel. Aus deiner letzten Folge. Der hat sich ein Nest gebaut. Sie hat sich ein Nest gebaut. Ist ja süß. Piepsi. Ja, ja, ich seh's. Cool. Okay. Alles klar, dann check die letzte Folge aus. Absolut, tut das. Dann seht ihr, wie der, wie die, es ist ein Mädchen, Vogeline, da hingekommen ist. Was ist ein gutes Nashorngehege? Ich hätte gesagt, was aber ist hier links? Ich weiß Warte nicht. Mal. Vielleicht kann man hier was machen? Das ist momentan noch ein leerer Stall. Ich glaube, da kann das Nashorn rein. Oder? Ja. Theoretisch? Wir lassen mal auf, dann kannst du dir das, also dann bauen wir das weiter aus, aber dann kann das, glaube ich, hier leben und dann setzen wir den Bruder ein. Ja, warte. Ich mach mal kurz den Stall fertig. Zack, Nashorn, Ronja, da ist es. Sehr schön, sehr schön. Und da sind unsere. Nee, hier ist noch gar nichts. Hier hatten wir noch nichts reingehauen. Da ist noch ein freies Gehege. Genau. Bin ich auf dem falschen Weg? Wir haben noch eine Menge Tiere, die wir finden müssen. Aber wir haben auch einen Haufen Gehege noch. Ich glaube, das ist echt gut. Ja. Ja, okay, ich dachte schon, genau, da sind wir. Hier sind wir bei den Runen. Und zack. Einmal rein. Nashorn-Rune. Die Nashorn-Rune. Warte, wir haben schon so viele. Wir haben schon 8. Wir müssen endlich mal... Lass uns mal nächste Folge oder übernächste Folge nach der Dings suchen. Nach der gelben Rune. Ja. Weil das kann ja nicht sein, dass wir schon so lange auf dieser Insel wohnen, aber einfach noch keine Rune gefunden haben. Das kann ja nicht angehen. Okay. Das war's dann aber mit dieser Folge Minecraft Pets. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, dann wissen wir, dass es euch gefällt. Und ansonsten schaut unbedingt bei der Easy vorbei für die nächste Folge. Die kommt nämlich am nächsten Sonntag auf ihrem Kanal. Und dann abonniert ihren Kanal, Samstag. Abonniert meinen Kanal. Samstag? Ich dachte, die kommen immer Sonntag. Samstag. Ja. Die kommt dann am Samstag, wie wir gerade erfahren haben, auf ihrem Kanal. Das wusste ich auch. Ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.